Yo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us Part 2. Wir zocken weiter mit dem weiblichen Brock Lesnar. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist jetzt die Stunde 12:13. Die Skill-Up meinte, die ihm nicht gefällt. Zeug für eine Rohrbombe. Könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hätten wir es draußen riskieren sollen. Weil ich verstehe jetzt auch nicht, warum dieser Switch-Up kommt. Wir packen das. Ich habe gar keine Ahnung. Okay, sie kann im Prinzip das, was Ellie kann. Okay, diese Rohrbomben kann Ellie nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum dieser Wechsel stattfindet. Was soll dieser Wechsel jetzt genau bringen? Hier gibt es zu viele Verstecke. Ist mir jetzt zu groß. Hier ist jemand infiziert. Ist mir jetzt so gar nicht klar, muss ich zugeben, was jetzt dieser Wechsel genau bringt. Also ich kann mit ihr... Ja, okay. Also ich werde wohl länger mit ihr zocken, wie es aussieht. Weil ich kann mit ihr jede Menge machen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Stunde oder zwei. Das sieht wirklich aus, dass das länger sein wird. Nein, ich brauche keinen Stein werfen. Ja, okay, bei Abby brauchst du eigentlich auch weniger Angst haben, dass wirklich irgendwas passiert, weil die ist OP, die ist... I mean, God damn. Sehr gut. Sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mezcal und dein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Leute, seht mal da oben. Seht ihr das Licht? Könnte ein Ausgang sein. Ich kletter hoch und seh's mir an. Ich schau noch mal kurz, ob hier irgendwas ist. Klebeband, das. Dann schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Let's take a look. You look. Let's do this. Oh, wie? Also. Dann hier. Und dann... dahin. Also wir werden definitiv länger mit dir zocken. Das sieht schon so stark danach aus. Sonst würde ich nicht den Stuff kriegen, den ich gerade kriege. Wie komme ich denn da hoch? Na los. Aber auch schwer vorstellbar, dass das Finale so zu Ende geht, wie es zu Ende geht. Das ist ich hätte eine Idee, das klappt glaube ich gar nicht. Obwohl ich kann es einfach mal versuchen, wenn es schief geht, geht schief, was soll ich machen? Kommen Sie! Na los!
keine Chance gehabt, gar nicht. Ich habe kein Medikit benutzt, gar nicht. Ich habe gedacht, ich komme immer durch. Weil ich habe gedacht, die ist so OP, schafft das wohl. Leute, ich komme aus dieser Ecke dann nicht mehr raus. Ich bin getrappt worden, was soll ich machen? Ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Verfickte Scheiße. Na los. Ich verstehe immer noch nicht diesen Sinn, warum wir jetzt geswappt haben. Jetzt haben wir nur so Spielzeitenstreckung oder was? Leute. Manny. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Abs. Ich dachte, Ladies first. Ich mag dich, Abs. Ja, Abs ist ja auch keine Lady. Das ist... I mean, for the love of God. Okay. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. Oh ja, nichts hält die Leute, bringt die Leute mehr zusammen als den Tod von Joe. I agree with that. Ja, scheiße. Okay, wie kommen wir hier wieder weg? Das ist die Frage. Noch eine gefunden? Jupp. Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann.
Vielleicht später. Okay, sollen wir hier wieder raus? Müssen wir hier wieder raus? Schauen wir mal, ob hier ein bisschen was ist, dann... Okay, also ich kann klettern, okay, aber... Also da geht's wohl raus, sehe ich das richtig? Jo. Die Basis ist da vorn. Keine Skars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja, gehen wir weiter. Wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Skars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig und wir knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angefallen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Ja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder. Es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Ich will ja nicht unken. Aber hier ist es sehr ruhig. Haltet die Augen offen. So, wie geht's dann weiter? Ich hätte gesagt hier durch, aber... Obwohl, ne, ist das... Irgendwas blockiert die Tür. Vielleicht kommen wir woanders rein. Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Das Kabel hat sich verhakt. Na bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Ach. Und? Oh. Geht tief runter. Es geht tief runter, sagst du mir voll früh. Sagst du mir dann, wenn es zu spät ist. Oh. Geht tief runter. Ja, das stimmt. Dann mal los. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Ja, wir lassen sie erstmal kurz ein bisschen draußen. Wir müssen mal kurz umschauen.
Leute. Es wird langsam langweilig. Ja, bleib doch mal ruhig da. Okay, komm. Schnell. Ja, klar. Kein Problem. Hier doch. Sie ist stark genug. Sie läuft. Wow. Sieh dir das an. Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir nicht lassen. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Okay, ich kann damit was aufpolieren. Gucken wir noch, ob oben was ist und dann fangen wir an aufzupeppen. Komme ich denn da rein? Oder komme ich da überhaupt nicht rein? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Ich halte es. Los! Ich stütze es irgendwie ab. Ah, shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Ellie, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Vielleicht hier drüber irgendwie? Okay, dann müssen wir ein bisschen mal schauen, mal schauen. Wie kommen wir aufs Dach? Auch hat gar keine Idee, muss ich zugeben. Aber ich sehe keinen Anfangspunkt. Ja, aber wie? Hey Mom, ich helfe dir da hoch. Vielleicht ist was in dem Raum.
Okay, hoch mit dir. Ich hab's. Ist da was? Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Ja klar, sie ist schwanger und kriegt dann sowas hin, oder was? Geschafft. Los, komm hoch. Danke. Ja, was hat sie denn gemacht? Ich hab keine Ahnung. Was hat... Ich hab grad keinen Plan, was wirklich passiert ist, muss ich zugeben. Ach so, jetzt die Tür aufgemacht. Ah, verstehe. Okay, wir kommen der Luke näher. Mal sehen. Hey, schlau. Das erinnert mich an Owens Boot. Ist er immer noch mit Reparieren beschäftigt? Ja, aber er meint, er wäre jetzt bald fertig. Bald. Jeder hat seine Leidenschaft. Bei mir ist Hundespielzeug. Yep. Und bei mir die blöden Münzen. Die Laufplanke dafür zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Okay, sieht gut aus. Na, aber jetzt nur das. Was mache ich mit dem Seil denn jetzt? Ich habe absolut keine Idee, was ich damit machen soll. Und jetzt? Hier ist noch das Seil. Ich habe keine Ahnung, was ich wirklich machen muss. Ich check das gar nicht.
Ist das jetzt oder was? Geh tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders, wenn ich runtersehe. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja. Gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Aha, welche Drinks? Welcher Film? Ha, sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Oh, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht. Okay, interessant. Da wäre sonst nichts mehr, ne? Ah, das ist noch was. Was Gutes? Hier könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Kommen wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Na, da sind sie. Durchkämmt das Depot. Sieht nach, wer da ist.
So tough time to end. Ja. Keine mehr. Ja, wir müssen weg. Mir nach. Auf geht's. Ja, bei ihr ist die Utility gar nicht ganz so wichtig. Sie ist stärker als Ellie. Von daher, das ist nicht ganz so wichtig. Weil sie ist ja quasi dreifache Version von Ellie. Wenn ich so die vierfache. So stark wie sie ist, ja, mein voller Labrador. Leute, hier oben. Komm schon. Das Einzige, was du wirklich brauchst, ist Munition, Medikits und Wasser eigentlich. Der Rest ergibt sich von sich selbst. Hier durch. Ich kann mir keine Utility erstellen. Ja, ich bin ein Medikit. Der Rest ist relativ unentspannt. Ich würde sagen, wir müssen, oder?
Dieses Aiming, ich hasse es wie die Pest. Ehrlich, dieses Aiming ist der Wahnsinn, Alter. Du musst ungefähr 40, 50 Mal nachjustieren, das ist so krass, Alter. Echt, ich hasse dieses Aiming, das ist der Wahnsinn einfach nur. Kannst du niemanden glaubhaft machen, dass das geiles Aiming ist. Ich glaube, ich muss aber. Warum ist das denn so spät Ich verstehe das nicht. Ich kapiere nicht, warum das erst nach 3 Stunden auslöst. Alter, ich habe den vor mir. Ich werf das Ding auf ihn drauf und dann wird das nicht ausgelöst. What the hell is going on? Leute. Das soll dann ausgelöst werden, wenn ich das auf ihn werfe und nicht erst eine halbe Stunde später. Hilft mir das auch nicht mehr weiter. In Deckung! Los! Es sind zu viele! Sie ist tot! Wie geht die Munition aus? Komm schon. Das sind unsere Leute. Ich weiß, wir sind fast da. Lass sie durch. Ja, was? Dein Rücken. Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben 2. Eine Schusswunde an der Hand. Hey. Du warst gar nicht schlecht.
Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, wart mal. Du hast auch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay. Wir melden uns an. Wir rücken stärker. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Hallo, Abby. Hallo. Hey, Amiga. Hab ich überhaupt irgendetwas? Ja, 90 Stück, nein. Warte. Abby, komm mal kurz. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Okay, die gute Nachricht, nicht ist ausgeführt. Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist nicht so schlimm. Halt still. Okay. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Tut das weh? Ja, hör auf. Okay. Hey, Mann. Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt euch. Was macht die Hand? Werd wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, Bruder. Man braucht ja nur 3. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Leute. Wie geht's dir, Melone? Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Liebe Leute, ich mach mal hier einen Folgenbreak. Bis dahin, haut rein und tschüss.